Jasmin hatte sich schon immer unwohl in ihrer eigenen Haut gefühlt. Sie hatte Angst vor dem Leben, Angst vor anderen Menschen und Angst vor dem Unbekannten. Ihre Eltern dachten, es sei nur eine Phase, aber als Jasmin anfing, Stimmen zu hören und Dinge zu sehen, die nicht da waren, wussten sie, dass sie Hilfe brauchte. Sie brachten sie in eine psychiatrische Klinik, wo sie von Ärzten und Therapeuten untersucht wurde. Die Klinik war ein riesiges Gebäude mit vielen Fluren und vielen Türen, die zu verschlossenen Räumen führten. Jasmin fühlte sich noch unwohler als zuvor und vermisste ihre Familie und ihre Freunde. Eines Nachts, als Jasmin allein in ihrem Zimmer war, hörte sie ein seltsames Geräusch im Flur. Es war ein Klicken und Klacken, als ob jemand auf allen Vieren kriechen würde. Jasmin wagte es nicht, aus ihrem Bett zu steigen, und versuchte stattdessen, sich selbst zu beruhigen. Aber dann hörte sie Schritte näher kommen, und das Klicken und Klacken wurde lauter. Jasmin starrte auf die Tür und wartete auf das Schlimmste. Dann öffnete sich die Tür langsam und sie sah etwas, das sie niemals zuvor gesehen hatte. Es waren Menschen, aber sie hatten nur ein Auge. Es war groß und gelb und starrte sie direkt an. Jasmin schrie auf und versuchte, aus dem Bett zu springen, aber sie war wie gelähmt. Die einäugigen Menschen krochen langsam auf sie zu, und sie spürte, wie ihre Angst sie überwältigte. Sie schloss die Augen und hoffte, dass es nur ein Albtraum war. Aber als sie die Augen wieder öffnete, waren die einäugigen Menschen immer noch da. Sie standen nun aufrecht und sie bemerkte, dass sie seltsame Kleidung trugen und eine Art Maske auf dem Gesicht hatten. Sie hatten keine Haare und ihre Haut war grau und schuppig. Jasmin wusste, dass sie in großer Gefahr war. Sie schrie noch einmal auf und rief um Hilfe. Aber niemand kam, um ihr zu helfen. Die einäugigen Menschen kamen immer näher und Jasmin konnte ihre Fäulnis riechen. Sie spürte, wie sie sich übergeben musste, aber sie konnte nicht aufhören, zu schreien. Dann wurde sie von einem Pfleger gefunden und in eine andere Abteilung gebracht. Die Ärzte sagten, dass es nur ein Albtraum war und dass sie sich deshalb in einer anderen Abteilung aufhalten musste. Aber Jasmin wusste, dass es mehr war als das. Sie hatte wirklich einäugige Menschen gesehen, die auf allen Vieren krochen. Jasmin wurde nie wieder dieselbe Person. Sie blieb in der Klinik und verbrachte den Rest ihres Lebens damit, die Schrecken zu erleben, die sie in jener Nacht erlebt hatte. Und wenn sie zurückdachte, konnte sie die einäugigen Menschen immer noch sehen, wie sie auf sie zukamen und sie in ihrer Dunkelheit begruben. Die Jahre vergingen und Jasmin wurde älter, aber sie konnte das Erlebnis nie vergessen. Immer wieder sah sie in ihren Träumen die einäugigen Menschen, die sie verfolgten und ihr Leben zu einem Albtraum machten. Sie sprach nie darüber, aus Angst, für verrückt erklärt zu werden, aber sie wusste, dass es real war. Eines Tages bekam Jasmin Besuch von ihrer Nichte, die sie seit Jahren nicht gesehen hatte. Sie erzählte ihr von ihrem Erlebnis in der psychiatrischen Klinik, aber ihre Nichte glaubte ihr nicht. Sie sagte, dass es nur ein Albtraum gewesen sei und dass sie sich nicht so viele Gedanken darüber machen solle. Aber Jasmin wusste, dass es real war. Sie bat ihre Nichte, sie zu begleiten, um die Klinik zu besuchen und das zu beweisen. Sie war bereit, jeden Raum zu durchsuchen,
jeden Flur zu überqueren und jedes Detail zu überprüfen, um die Wahrheit zu beweisen. Als sie in der Klinik ankamen, spürte Jasmin wieder diese unheimliche Atmosphäre, die sie so gut kannte. Sie fühlte sich wieder wie in einer anderen Welt, wo alles möglich war. Sie begannen, sich umzusehen und zu suchen, aber es war schwierig, in der Klinik herumzukommen. Alles war anders als damals, viele Räume waren verschlossen und die Menschen waren anders. Doch plötzlich hörte Jasmin wieder das Klicken und Klacken, das sie so gut kannte. Sie sah auf den Flur und sah wieder die einäugigen Menschen, die auf allen Vieren krochen. Sie schrie ihre Nichte an, dass sie sie sah und sie sofort fliehen sollten. Sie rannten um ihr Leben, aber die einäugigen Menschen folgten ihnen. Sie spürten, wie sie immer näher kamen, und Jasmin spürte wieder ihre Fäulnis. Sie wusste, dass sie sterben würde, wenn sie nicht entkommen konnte. Sie rannten durch die Flure und kamen schließlich zu einem Raum, der noch nicht verschlossen war. Sie schafften es hineinzukommen und verschlossen die Tür von innen. Sie atmeten tief durch und waren erleichtert, dass sie entkommen konnten. Aber dann hörten sie wieder das Klicken und Klacken und wussten, dass die einäugigen Menschen draußen waren. Sie wussten, dass sie nicht für immer in diesem Raum bleiben konnten und dass sie irgendwann entdeckt werden würden. Sie setzten sich in die Ecke des Raumes und warteten darauf, was kommen würde. Sie wussten, dass es keinen Ausweg gab, aber sie waren bereit, bis zum Ende zu kämpfen. Die Tür öffnete sich langsam und sie sahen die einäugigen Menschen, die sie umzingelten. Sie schrien ihre letzten Worte, während sie von den einäugigen Menschen angegriffen wurden. Jasmins Nichte überlebte das Erlebnis und schwor, dass sie nie wieder in die psychiatrische Klinik gehen würde. Sie erzählte die Geschichte von Jasmin an jeden, der es hören wollte, aber viele glaubten ihr nicht. Doch diejenigen, die es glaubten, erzählten es weiter und bald wurde Jasmins Geschichte zur Legende. Es gab immer noch Menschen, die sich in der psychiatrischen Klinik herumtrieben und von den einäugigen Menschen erzählten, die dort herumkochen. Es war ein unheimlicher Ort, an dem sich niemand gerne aufhielt. Die Regierung beschloss schließlich, die Klinik zu schließen, aber viele glaubten, dass die einäugigen Menschen noch immer dort waren und auf neue Opfer warteten. Jasmin wurde nie vergessen. Sie war das Opfer eines schrecklichen Ereignisses, das sie nie vergessen konnte. Aber sie hatte es geschafft, ihre Geschichte weiterzugeben, damit andere gewarnt waren und nicht dasselbe Schicksal erleiden mussten wie sie. Die psychiatrische Klinik blieb für immer ein Ort des Schreckens und der Angst, an dem sich niemand gerne aufhielt. Die einäugigen Menschen blieben eine Legende, die jedoch immer wieder erzählt wurde und in den Köpfen der Menschen lebte.